habe gelogen, ich habe gestohlen, ich war zweimal verheiratet, ich habe Leuten sehr weh getan, meine Mutter hat meine deutsche Frau verlassen. Alle diese Sünden habe ich mir immer damit erklärt, dass ich einer großen Sache gedient habe. Und als diese Sache dann total weggeschmolzen ist, dann stand ich plötzlich da und da waren eben nur Sünden übrig. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Es war im Dezember 1988, da klebte auf dem Stahlträger im New Yorker U-Bahnhof Queens ein roter Punkt. Alle Leute gingen an diesem Stahlträger vorbei, nur einer nicht, denn er wusste, das ist ein Geheimdienstzeichen und bedeutet absolute Notlage, absolute Gefahr. Dieser Mann war KGB-Agent und er ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Jack Barsky. Sehr angenehm. Sie waren KGB-Agent? Ja. Und Sie wussten direkt, als Sie diesen roten Punkt gesehen haben, da ist was los? Das war das Gefahrzeichen. Da gab es nur eine Interpretation: abhauen, so schnell wie möglich. Wie wir das besprochen hatten, wenn ich das Ding sehe, da kann ich nicht mal wieder in die Wohnung, da hatte ich ein Versteck für Notdokumente, die Dokumente dort rauszuholen und dann mich nach Kanada abzusetzen. Allerdings habe ich das nicht gemacht. Da kommen wir gleich noch zu. Wir starten mal ein bisschen früher. Sie heißen nämlich eigentlich gar nicht Jack Barsky, sondern Albrecht Dittrich und kommen aus Jena, damals DDR, als Sie geboren wurden. Und was war das für eine Situation, in die Sie damals hineingeboren wurden? Naja, ich bin in der Lausitz geboren und dann habe ich in Jena studiert. Und tatsächlich habe ich 28 Jahre meines Lebens als Albrecht Dittrich agiert. Und dann, ich war im dritten Studienjahr in Jena, da hat der KGB mich mal angesprochen. Das war eine interessante Begegnung, ungeplant und ein bisschen komisch. Stichwort Wissenschaft, Sie waren dann Chemiestudent und hatten ja eigentlich auch vor, Professor zu werden. Ja, das war so mein Traum. Und ich war dann schon ziemlich, man konnte sich das vorstellen, dass dieser Weg nicht nur ein Traum war, aber Realität werden konnte, weil ich kurz zuvor dieser ersten Begegnung mit dem KGB das Karl-Marx-Stipendium erhalten hatte. Das wurde jährlich ungefähr 60 Studenten in der ganzen DDR verliehen. Da musste man zum ersten gute Zensuren haben, zum zweiten gesellschaftlich engagiert sein und zum dritten noch irgendwas anderes Gutes da vorzeigen können. Ich habe auch Basketball gespielt. Ich war schon so ein kleiner Superstar. Ja, also keine verkrachte Existenz, die sich der Geheimdienst dann schnappt und irgendwie sich gefügig macht, sondern Sie waren schon sehr erfolgreich und sehr intelligent und eigentlich aufgehender Stern am wissenschaftlichen Himmel auch. Wie ist es denn dann weitergegangen mit dem Mann, der auf einmal in Ihrem Studentenzimmer stand? Naja, dann plötzlich hat er, wir haben so ein bisschen rumgeredet, ich wollte jetzt nur mal sehen, wo das hingeht. Ja. Ich hatte schon eine Ahnung, dass da irgendwie eine Anwerbung kommen könnte, aber das hätte ja auch natürlich in die Richtung Spitze gehen können. Ich habe ihn eben reden lassen und dann hat er plötzlich sich geändert, hat gesagt, ich muss Ihnen mal was gestehen, ich bin wirklich nicht vom Carl Zeiss, ich bin von der Regierung. Letztendlich ist er dann mit der Frage rausgekommen, die der Grund war, für ihn mich anzusprechen. Er sagte, können Sie sich mal vorstellen, irgendwann in der Zukunft für die Regierung zu arbeiten? Gar keine Angst bei dem ganzen Anwerbungsgeschehen? Nee, weil das so, wissen Sie, das ist so, wie man, wenn man einen Frosch in kalte Wasser setzt und das Wasser so langsam warm macht, da wird es ihm nicht bewusst, dass er plötzlich gekocht wird. Und diese Anwerbung, das war wie das vor sich ging, wir haben uns eineinhalb Jahr lang miteinander abgetastet. So, da, keine Angst, nee. Wenn ich Angst gehabt hätte, die hätte man mir langsam aber sicher abgenommen. Ich hatte aber keine von Anfang an. Ich war nur neugierig und ich war auch immer abenteuerlustig. Das muss ich auch betonen, bin ich heute noch.
Sie sind dann ausgebildet worden beim KGB in Moskau. Das fing so an, am ersten Tag. Ja, ich hatte einen Koffer und eine Aktentasche, mit der habe ich mich in Zug gesetzt. Und da habe ich die folgende Information gehabt. Eine Zeit, eine Adresse, Straßenecke, eine Parole und ein Erkennungszeichen. Ich glaube auch einen Decknamen für die andere Person. Und da musste ich mich mit meinem neuen Ausbilder treffen. Da hatte ich keine Telefonnummer oder keine Adresse. Wenn das Treffen schiefgegangen wäre, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was da passiert wäre. Den habe ich dann getroffen und da haben wir uns in ein Auto gesetzt. Und dann kam meine erste böse Überraschung. Da hat mir dann gesagt, ja, ich bin Nikolai und so weiter. Und deine erste Aufgabe ist, eine Wohnung zu finden. Ich war total überzeugt, ja, jetzt fange ich beim KGB an. Jetzt brauche ich nicht mehr in so einem kleinen Zimmer hocken wie im Wohnheim. Jetzt werden sie mir mal eine ordentliche Wohnung geben. Nichts. Natürlich, später ist mir das natürlich eingefallen, das war eine Aufgabe. Die wollten mich immer noch prüfen. Das war eine Zeit, wo ich ein großes Risiko eingegangen bin, weil ich da tatsächlich zu der Zeit noch durchfallen hätte können. Da war noch eine andere große Prüfung. Und dann war es aus mit meiner Karriere. Dann fängt man irgendwo an, in einer Fabrik zu arbeiten oder so. Sie sind dann nach Moskau gekommen zur weiteren Ausbildung, hatten aber in Deutschland eine Partnerin, Christiane, Sie sind dann in Moskau ausgebildet worden, in die USA eingeschleust zu werden, haben also auch dann so Englisch gelernt, dass Sie als Amerikaner durchgehen. Sie sind dann ja später auch Jack Barsky geworden. Ja. War es auch eine Option, mit Christiane in die USA zu gehen? Als Paar? Tatsächlich, die haben darüber nachgedacht, weil der KGB sehr oft Ehepaare ins Ausland gesendet hat. Aber die haben den Gedanken fallen gelassen, weil sie psychologisch sehr wahrscheinlich nicht dazu geeignet war. Und so als Alternative hat man mir dann angeboten, dass wir uns dann mal hin und wieder im Westen treffen könnten. Irgendwo, sagen wir mal, ich fliege aus den USA nach in die Schweiz und wir treffen uns in der Schweiz für eine Woche oder so. Das ist dann aber letztendlich auch durchgefallen, weil sie dann schwanger wurde und 1981 unser Sohn Matthias geboren wurde. Und hat das eben nicht mehr geklappt. Ich bin alle zwei Jahre wieder in der DDR gewesen und auch in Moskau. Und da gab es eben noch eine gewisse Zeit, wo wir noch miteinander beieinander sein konnten. Also Sie waren in den USA und haben Ihre Familie in Deutschland besucht? Ja. Hatten in den USA aber auch Familie? Naja, nicht gleich. Das ist auch noch ein bisschen komplizierter. Es war ja nun nicht so, dass ich, ja, hier ist der Deutsche, der hat eine Familie und plötzlich, da gehe ich da als Amerikaner und da denke ich mir, da muss ich auch noch eine Familie haben. Das war überhaupt nicht, das hatte ich nie im Sinn. Aber da bin ich eben so reingestolpert. So ist das gekommen. Da habe ich da meine Freundin gehabt. Und die kam aus Südamerika. Und die war sehr, die war gut für mich aus einem Grunde, weil sie nicht Amerikanerin war. Da konnte sie nicht rausfinden, was da mit mir noch nicht ganz so richtig ist. Ja? Weil es hat mir viele, viele Jahre gebraucht, habe ich viele Jahre gebraucht, um tatsächlich als Amerikaner aufzutreten und glaubwürdig zu sein. Es ist nicht nur die Sprache, das sind diese kleinen Angewohnheiten, kulturelle Sachen und so weiter. So mit der, da war das kein Problem. Allerdings ist sie schwanger geworden, die Penelope. Und plötzlich ist ein Kind da. Ja, jetzt habe ich eine Frau hier und ein Kind hier und eine Frau da und ein Kind da. Zu der Zeit, als die Situation entstand, habe ich natürlich gewusst, dass das irgendwann mal ein großes Problem sein könnte. Aber daran wollte ich auch nicht denken. Ich habe auf Zeit gespielt, weil es war eben noch nicht die Zeit, irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Die Situation letztendlich hatte keine gute Lösung. Man musste sich irgendwie entscheiden, hier oder da. Man kann das nicht
irgendwie zusammenbringen, ist ja schon Bigamie. Ja. Ja. Und dann hatten Sie im Prinzip, gab es den Jack Barski in Amerika, ja, und immer noch den Albrecht Dittrich in der DDR. Tatsächlich, und das, ja, haben Sie auch wirklich innerlich getrennt eigentlich, oder? Ja, das ist interessant. Erstmal, was ich mit hoher Energie und absichtlich getan habe, ich habe das Deutsche in mir so weit wie möglich unterdrückt. Ungefähr ein Jahr in den USA, dann habe ich angefangen, Englisch zu träumen und Englisch zu denken. Das Einzige, was immer übrig bleibt, ist die Zahlen. Ich zähle heute noch auf Deutsch. Jedenfalls, und dann ist es eben auch so geworden, dass ich zu einer gewissen, im gewissen Ausmaß eine zwei Persönlichkeiten entwickelt hatte hier. Nicht so wie eine Geisteskrankheit, das war von mir selbst arrangiert. Und heute noch habe ich Schwierigkeiten, Deutsch und Englisch zu übersetzen, weil es sieht so aus, als ob da Gegenden im Gehirn sind, wo das Deutsche sitzt und andere, wo das Englische sitzt, und die Verbindung sind so Landstraßen, nicht Autobahnen. Jedenfalls, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich die letzten Jahre, wenn ich nach Deutschland zurückkam für ein bisschen Urlaub und Besprechungen in Moskau, da hat sich der Albrecht so richtig auf seine Familie und auf Deutschland gefreut. Und das war alles wunderbar. Und dann musste ich eben wieder zurück. Und plötzlich, ich sitze im Flugzeug und es geht nach den USA. Und jetzt hat sich Jack auf seine Kollegen, auf seine Arbeit und seine Wohnung gefreut. Wir haben noch gar nicht gesagt, was Sie in Amerika wirklich gemacht haben für den KGB. Was waren denn da Ihre Tätigkeiten? Die Hauptaufgabe war immer so, lerne so viel wie möglich Leute kennen. Sende uns die Profile, Name, Adresse, was sie machen, was sie mögen, ihre Schwächen, ihre Stärken, ihre Ideologie. Und die haben dann eine Kartei gehabt und wahrscheinlich möglicherweise einige versucht anzuwerben. Ob sie das gemacht haben, ob das gelungen ist, das weiß ich nicht. Dann habe ich auch spezielle Aufträge ausgeführt, die damit zu tun hatten, dass die Diplomaten, die UNO-Angestellten, die für den KGB arbeiteten, die hatten Reisebeschränkungen. Und da gab es so einige Aufgaben, wo man außerhalb der 50 Kilometer oder was auch immer die Zone war, agieren musste. Das habe ich gemacht und letztendlich habe ich auch mal Software gestohlen und denen gegeben. Das war so alles. Kommen wir nochmal zum roten Punkt vom Anfang zurück. Ja. Das war 88. Mhm. Und das hieß für Sie, jetzt bin ich enttarnt? Oder was war es? Nee, das hieß für Sie, das hieß für mich, dass ich, dass da irgendwelche Gefahr war. Wir haben Grund zu denken, dass du in Kürze auffliegen wirst. Die Christiane war immer noch meine große Liebe als Frau. Die Penelope, die mochte ich, aber die hatte ich nicht so geliebt. Außerdem war das gute Leben zur damaligen Zeit noch nicht in den USA, das war tatsächlich in der DDR. Ich hatte da eine bessere Wohnung, ein besseres Auto und $60.000 in Ersparnissen, die auf KGB-Konto waren. So, da gab es für mich viele, viele Gründe, zurückzugehen und dort als Held wieder aufzutauchen. Und nur einen Grund, da zu bleiben, und das war die Kleine. Und dann musste man immer noch in Betracht ziehen, dass wenn der KGB recht hätte, da hätte ich auch im Gefängnis landen können oder sollen. Und letztendlich, wenn der FBI mich nicht fängt und ich dem Befehl nicht gehorche, dann könnte es ja auch ein bisschen gefährlich werden. So, da ist massenhaft, wenn man sich eine Waage vorstellt, massenhaft Gewicht hier, um zurückzukommen. Und nur so ein kleines Kind hier. Und der hat gewonnen. Wie ist es denn dann weitergegangen? Ja, wie ist dann weitergegangen? Denn ich habe dem KGB mit einem Geheimbrief gekündigt. Ich habe ihnen erklärt, dass ich tödlich an AIDS erkrankt war.
Und das war tatsächlich AIDS in den 80er und in den Anfang 90er Jahren war das ein Todesurteil. Und die haben es geglaubt. Ich zu der Zeit habe mich sehr vorsichtig bewegt, weil ich immer noch Angst hatte, dass einer mir was antun könnte. Aber so nach 3-4 Monaten, dann erschien es so, als ob ich sicher war. Christiane dachte aber, sie seien tot. Ja. Mhm. Ja. Und der FBI hat nicht an der Tür geklingelt und keiner hat mir ein Bein gestellt. So, ich dachte, jetzt bist du durch und jetzt fängt dein neues Leben an. Mit dieser Frau, Penelope, der Kleinen. Innerhalb eines Jahres haben wir uns ein Haus gekauft, sind in den Vorort gezogen, Haus mit einem kleinen Swimmingpool. Und dann kam noch ein Kind und das war der Beginn des American Dreams. Ja, dann kam ja auch die Wendezeit in Deutschland und die Sowjetunion ist in sich zusammengebrochen. Dann kam aber das FBI tatsächlich nochmal auf den Plan. Ja, das war 9 Jahre, nachdem ich gekündigt hatte. Zu der Zeit hatte ich schon vergessen, dass ich mal Deutscher war, tatsächlich. Ja, das war alles weg. Und das hatte ich auch vergessen, dass ich mal Spion war. Ich war eben normaler Mittelstandbürger mit einer ziemlich guten Karriere. Jedes Jahr habe ich mehr Geld verdient und da haben wir noch ein neues Haus gekauft. Und eines Tages ist dann alles wieder auf mich zurückgekommen. Und das war an einem Freitagnachmittag, bin ich nach Hause gefahren. Und dann war da eine Stelle, wo man langsam fahren muss. Und da hat mich ein Polizist zur Seite gewinkt. Da waren keine anderen Autos. Und hat mir gesagt, steigen Sie mal bitte aus. Das ist eine Routine-Kontrolle. Hab mir nichts dabei gedacht. Bin ich ausgestiegen. Und da merkte ich, da kam da einer von hinten in Zivilkleidung. Und da ist dann an mich herangetreten und hat einen Berufsausweis gezeigt, so einen Ausklappbaren, und hat gesagt, FBI, wir wollen mal mit Ihnen reden. Die haben mich dann in ein Motel gebracht. Wir haben uns ungefähr für 2 Stunden unterhalten und dann haben sie mich tatsächlich gehen gelassen, nach Hause. Haben mich zu meinem Auto gefahren und dann bin ich nach Hause gefahren. Aber zuvor hat mir einer der Leute, die da der Häuptling der Wachtruppe, die da war, hat mir gesagt, denken Sie nicht dran zu fliehen. Wir haben jede Straßenecke besetzt. Wir können hier nicht raus. Ich habe es nicht gesagt, ich habe mir gedacht, wo soll ich denn hingehen? Da gab es keine DDR mehr, da gab es keine Sowjetunion mehr. Ich war ja schon tot. Ich war jetzt tatsächlich staatenlos, weil ich jetzt als Illegaler aufgeflogen bin und da auf der anderen Ecke tot war. War eigentlich noch ein bisschen ein Teil des Kommunisten noch in Ihnen oder hat sich das mit dem American Dream dann auch erledigt? Das war total weg. Und der Hauptgrund, weil es total weg war, war nicht nur das gute Leben in den USA, aber auch, weil ich die Möglichkeit hatte, so langsam mal nachzuschauen, was da alles vor sich ging in der damaligen DDR, in der Sowjetunion. Ich hatte auch die Möglichkeit, mal reinzugucken, was Lenin geschrieben hat, was man uns in der DDR nicht zu lesen gegeben hat. Die brutale Unterdrückung während des Roten Terrors zum Beispiel. Und da ist mir eben dann klar geworden, dass der Kommunismus eine riesengroße Lüge war. Und tatsächlich, es war eine Diktatur. Die Sowjetunion war eine Diktatur, die DDR war eine Diktatur. Das war mir hundertprozentig klar. So, da war nicht ein kleines bisschen Kommunist in mir übrig. Sie haben dann ja mit dem FBI auch kooperiert. Ja. Und sind dann auch straffrei ganz genau ausgegangen. Ja. Und haben zum Christentum gefunden. Ja, das war letzten Endes. Als der Kommunismus ist als Glaube weggefallen. Und da hatte ich plötzlich da ein Loch in mir. Da war nichts, den Kommunismus zu ersetzen.
Außerdem, was mir ziemlich große Sorgen bereitet hatte, ist mir klar geworden, dass ich alle diese Sünden, die ich begangen habe als während meiner Agententätigkeit, ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich war zweimal verheiratet, ich habe Leuten sehr weh getan, meine Mutter hat meine deutsche Frau verlassen. Alle diese Sünden habe ich mir immer damit erklärt, dass ich einer großen Sache gedient habe. Und als diese Sache dann total weggeschmolzen ist, dann stand ich plötzlich da und da waren eben nur Sünden übrig. Das hat mir ein bisschen zu tun gegeben. Und dann zur gleichen Zeit, als ich dann zu diesen Schlussfolgerungen kam, dann kam auch eine persönliche Krise ins Spiel. Meine Tochter, Chelsea, das ist ihr Name, wegen der ich da geblieben bin, die war jetzt schon 18 Jahre alt und die ist von zu Hause weggegangen. Das war ungefähr 4 Stunden mit dem Auto, um zu studieren. Mein Sohn, der war dann auch schon, würde ich auch fast bald folgen. Die Zweckehe, die ich hatte, hat nicht mehr so gut funktioniert. Wir haben uns viel gestritten und das sah so aus, als ob es sehr schwierig wäre, die zu retten. Das große Haus, das wir zu der Zeit hatten, das fühlte sich nicht mehr wie so ein Heim an, sondern wie so ein goldener Käfig. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass ich wusste nicht mehr, warum ich noch da bin. Ja, die Kinder sind weg, warum bin ich immer noch hier? Ja? Und da bin ich in ziemlich schnell in eine Depression verfallen, wo ich dann auch angefangen habe zu trinken am Abend, um schnell einzuschlafen. Ich hatte eben Angst vor den Dämonen der Nacht. Ich habe da einen ziemlich hohen Posten in einer Firma gehabt und meine Sekretärin hat gekündigt. Ich musste sie ersetzen mit jemand anderem. Wir haben eine ganze Menge Damen, die waren alle Damen, interviewt. Und eine war wirklich gut. Und die Personalabteilung und ich haben gedacht, dass die wäre die Beste. Allerdings hatte die einen Haken. Die hat sehr aggressiv im Interview, und das war in der Gegend in den USA zu der Zeit ungewöhnlich. Das war fast, als ob du dir selbst ein Bein stellen willst. Sie hat gesagt, ich muss Ihnen sagen, dass ich überzeugte Christin bin, und wenn das Ihnen hier nicht passt, da kann ich hier nicht arbeiten. Die ist immer noch so heute. Das bedeutet, dass ich sie noch kenne, ja. Aber darauf kommen wir noch. Jedenfalls habe ich gedacht, naja, hoffentlich wird das nicht ein Problem, aber die ist eben so gut, ich habe sie eben angestellt. Dem Moment, wo die da angefangen hat, da sind immer die Leute zu ihr gegangen und sie hatte eine unwahrscheinliche eine Persönlichkeit, die Leute anzog. Und die hatte so einen friedlichen Ausdruck im Gesicht. Sowas hatte ich zuvor nie gesehen oder möglicherweise habe nicht drauf aufgepasst. Jedenfalls habe ich sie mal gefragt, wie kommt denn das, dass sie so friedlich und ruhig und so selbstbewusst sind. Und da hat sie überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, ich bekomme meine Stärke von Jesus. Ja, jedenfalls haben wir uns dann, ich hatte Fragen, und wir haben uns dann jeden Morgen vor dem offiziellen Beginn der Arbeit in ein kleines Zimmer gesetzt. Das war auf unseren Kalendern, da stand Vorbereitung für den Tag, das war normal. Und dann geheime Bibelstudien. Ein Geheimagent der Bibel sozusagen. Genau. Ganz kurz, wie ist denn die Geschichte ausgegangen mit Shauna? Oh ja, die habe ich letztendlich geheiratet. Ja. Aber zuerst habe ich mich mal als Christ bekannt.
Jedenfalls, es geht noch ein bisschen weiter. Ja. Irgendwann hat sie mich dann mal in die Kirche eingeladen. Das war auch so eine der gefährlichsten Situationen in meinem Leben, weil ich wusste, ich war ja noch nie beim richtigen Gottesdienst. Ja. Und jetzt war es eben sehr interessant, dass die Predigt war total, als ob sie für mich gemacht war. Das war über, das Thema war die Liebe Gottes. Und das war die, so eine Botschaft, die ich brauchte in meiner Verfassung. Und auch die Liebe Jesus Christus, das war natürlich alles, was ich überhaupt, nur sowas hatte ich ja noch nie gehört. Und das hat mich sehr angezogen. Und von dem Tag an bin ich jede Woche wieder in die Kirche gegangen. Und letztendlich, und jetzt kommt der Fisch ans Land. Und das ist passiert auch wieder so unvorhersehbar auf einem Golfplatz. Und da ist eine Stimme aus mir rausgekommen, nicht laut, aber ich habe sie gehört. Ich weiß, dass du Gott bist. Und dann am nächsten Gottesdienst, da bin ich dann zum Altar gegangen. Und der Pastor hat gefragt, kann ich Ihnen helfen? Dann habe ich gesagt, ja, ich will mich als Gläubiger von Jesus bekennen. Und dann ein paar Wochen später bin ich dann auch getauft worden. Und dann 2 Jahre später habe ich Shauna in der gleichen Kirche geheiratet. Jack Barsky, was für eine Geschichte. Mhm. Vielen Dank, dass Sie das heute mit uns geteilt haben. Jedem, der noch ein bisschen mehr nachlesen und nachrecherchieren will, sei Ihr Buch anempfohlen, Der falsche Amerikaner. Und ja, wirklich ganz toll, dass Sie das heute mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Das war mir ein Vergnügen. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Das heißt, Bibel TV, das Gespräch. Machen Sie es gut. Tschüss.